Das Gerät erzeugt die 40-fache Stärke einer Haushaltsmikrowelle. Die Strahlung reicht bis zu 500 Meter weit. Sie erwärmt die Haut. Ein Gefühl, als würde die Tür eines heißen Backofens geöffnet. Wasserwerfer sollen gewalttätige Demonstranten in Schach halten. Die Reichweite von 60 Metern, der begrenzte Winkel des Wasserstrahls und die maximale Einsatzdauer von 11 Minuten begrenzen die Einsatzmöglichkeit. 50 Millionen Dollar haben die USA in die Entwicklung einer Waffe investiert, die mehr leisten soll im Einsatz gegen große Menschenmengen. Ein Mikrowellenstrahler. Im Feldversuch minen Soldaten eine Demonstrantengruppe. Das Gerät erzeugt die 40-fache Stärke einer Haushaltsmikrowelle. Die Strahlung reicht bis zu 500 Meter weit. Sie erwärmt die Haut. Ein Gefühl, als würde die Tür eines heißen Backofens geöffnet. Selbst wenn die Mikrowellenkanone nicht tödlich ist, ist sie dann auch nicht gefährlich? Bisher kann niemand ausschließen, dass Demonstranten erhebliche Verletzungen davontragen könnten. Was für eine Perspektive! Ein Staat benutzt sein Gewaltmonopol, um seine Bürger zu grillen. Welcher Staat braucht solche Waffen? Einer, der nicht mehr auf die Kraft der Argumente vertraut.